Meine lieben Creepypasta-Freunde, die neue Themenwoche startet. Diesmal hatten die Leute, die daran teilnehmen wollten, das Thema medizinische Einrichtung. Es waren wieder tolle Geschichten dabei und lasst euch mal überraschen. Es wäre toll, wenn ihr mir für die Geschichten einen Kommentar hinterlasst für den jeweiligen Autor, der würde sich riesig darüber freuen. Und ein Like. Und bevor ich jetzt weiterrede, starten wir mit der ersten Geschichte von unserer guten Die 1385. Es geht los. Atemlos, wie in einem Dornröschenschlaf, steht das ehemalige Intensivfachpflegeheim Sonnenberg am Ende einer ruhigen Straße in einem Wohngebiet am Rande der Stadt Berlin. Der lange Rasen und das verwilderte Grundstück lassen schon von außen vermuten, dass hier kein Mensch mehr lebt. Doch gepflegt und umsorgt werden lediglich ein älterer schwarzer VW-Golf, der auf dem Parkplatz steht. Er zeigt an, dass dieser Ort noch nicht ganz so verlassen ist, wie es scheint. So ein Experiment an einem Platz zu veranstalten, wo einmal Menschen gelebt haben, die künstlich beatmet wurden, ist schon recht geschmacklos. Doch der junge Veterinärmediziner Dr. Schrödinger hatte die Schnauze voll. Voll davon, mit Schrödingers Katze assoziiert zu werden und auch davon, dass ihm seine beschissenen Kollegen in der Kleintierklinik, in der er arbeitet, den ganzen Tag mit dem Lied Atemlos von Helene Fischer auf die Nerven gingen, so dass er einen perversen Rachefeldzug ins Leben rief. Der Doktor grinste bei dem Gedanken an seine Rache und drückte ganz zärtlich ein kleines Muschkinkatzenbaby an sich, welches sehr weiches, langes, weißes Fell hatte und so süß aussah, dass sein Anblick einen spontanen Diabetes auslösen könnte. Dieses leckte ihn zärtlich über sein Gesicht. Niemand würde ahnen, wozu dieses Fellknäuel und ihre Geschwister in der Lage waren. Neuronale Stimulationsdressur nannte Dr. Schrödinger das Verfahren, mit dem er aus süßen, verschmusten Muschkin-Katzenbabys gewalttätige Killer gemacht hat, indem er diese zuerst sezierte und dann eine sogenannte Neurostimulanz verabreichte, während er sie dem sogenannten Trigger aussetzte. Dieses war ein Geräusch oder ein Geruch. Und je nachdem, in welches Hirnareal man das Mittel spritzt, konnte das Subjekt entweder freundlich, ängstlich oder aggressiv reagieren, wann immer es dem Trigger ausgesetzt wurde. Nun ja, wer eins und eins zusammenzählt, weiß bestimmt, was Dr. Schrödinger getan hat. Und zwar hier in dieser verlassenen Intensivpflegeeinrichtung. Und nun wird er Familie Urbaxer zu diesem Lost Play locken, auf dass diese die kleinen Katzenbabys finden und diese von der Tierrettung zu ihm auf die Arbeit gebracht werden, wo seine finale Rache starten wird. Dr. Urbax war eigentlich ein ganz normaler Arzt, um genauer zu sagen Notarzt im Ruhrgebiet. Und in seiner Freizeit liebt er es, mit seiner Frau durch Deutschland zu reisen und Lost Place zu besuchen. Seine Frau war Sanitäterin. Und so besuchten sie ausschließlich verlassene medizinische Einrichtungen.
aller Art und ließen jeden, der daran interessiert war, über ihren YouTube-Kanal an ihrer Erkundung teilhaben. Eines Tages hatte Dr. Orbax unter einem der Videos einen sehr vielversprechenden Tipp bekommen für ein interessantes Lost Place. Ein gewisser Dr. S. schrieb von einem nahezu unberührten Intensivpflegeheim am Rande von Berlin, dass sie Teil eines Racheplans eines gemobbten Tierarztes waren, ahnten die beiden zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ein leicht verschmutztes Schild auf dem Parkplatz verriet noch immer, was sich einst in diesem Gebäude befand. Dass dieses Gebäude noch nicht sehr lange verlassen war, sah der erfahrene Doktor sofort, da sowohl die Glastür im Eingang als auch sämtliche Fensterscheiben noch vollständig intakt waren und noch nicht einmal Graffiti an der Hauswand zu sehen war. Der alte VW Golf auf dem Parkplatz fiel den beiden nicht einmal auf. Zielsicher gingen sie zur Rückseite des Hauses, wo es laut Dr. S. eine offene Tür geben sollte, durch die sie in das Gebäude innere kamen. Als sie die Glastür öffneten, die einmal ein Notausgang gewesen ist, und auch, wie es aussieht, vom Personal genutzte Raucherecke, strömte ihnen ein vertrauter Krankenhausgeruch entgegen. Nur die Atmosphäre war unheimlich. Alles sah aus wie, wenn das Personal nur eben mit den Bewohnern einen Spaziergang unternimmt. Es hingen an den Wänden sogar noch Fotos von der letzten Weihnachtsfeier und zahlreiche andere Veranstaltungen im Haus. In den Mülleimern lagen unter anderem leere Beutel von Sondernahrung, welche noch nicht einmal abgelaufen waren. Es war gerade Nachmittag, und da alle Gardinen und Jalousien aufgezogen waren, war das ganze Gebäude lichtdurchflutet. Nur die Stille, die herrschte, machte das Ganze irgendwie beklemmt. Und dann, auf einmal, drang aus einem der Bewohnerzimmer ein Geräusch, das sich wie das Miauen einer kleinen Katze angehört hatte. Dr. Orbax war von Natur aus extrem neugierig, und darum schaute er nach, was das für ein Geräusch war. Seine Frau folgte ihm. In einem Pflegebett fanden sie die Ursache des Geräuschs. 5 kleine, ca. 9 Wochen alte Katzenbabys mit weißem Langfell waren in einer schwarzen Decke eingekuschelt. Die beiden waren sofort in die kleinen Fellknäule verliebt. Eines saß sogar genau in der Mitte des Bettes und schaute sie mit ihren großen Augen an. »Ach Schatz, guck mal, das ist der Diabetesgefahr!« Mit diesen Worten nahm der junge Notarzt das Katzenbaby auf den Arm. Er bekam augenblicklich das Gesicht abgeleckt. Doch sein verdammter Klingelton musste gerade jetzt losgehen. Er hätte nie gedacht, dass einmal der Klingelton sein Verderben werden würde. Als er sich dafür entschied, Helene Fischer herunterzuladen, eigentlich sollte ja dieser Ton nur als Spaß für seinen Kollegen herhalten. Sie wollten ihn damit ein wenig ärgern. Es sollte als kleine Neckerei am Arbeitsplatz herhalten. Und war überhaupt nicht böse gemeint. Sie nahm das Handy aus dem Rucksack und wollte nachsehen, wer es war. Als das süße Fellknäuel, welches ihr Mann gerade noch liebevoll gekuschelt hat, sich an dessen Hals festgebissen und diesen mit ihren spitzen Krallen blutig kratzte, ihr Mann stand nur regungslos da und konnte trotz der Schmerzen vor Schreck nicht reagieren. Ehe sie etwas unternehmen konnten, sprangen 2 weitere der Katzenbabys fauchend auf sie. Und eine stach der Frau so heftig mit einer ihrer Krallen ins rechte Auge, dass diese nach hinten kippte und mit dem Kopf auf einen Tisch aufschlug.
Sie blieb bewusstlos liegen. Die beiden wurden von den Katzenbabys regelrecht zerfetzt. Dr. Schrödinger hatte alles über eine kleine Kamera beobachtet und hatte das Weite gesucht. Niemand hatte die Leichen der beiden gesucht oder besser gesagt gefunden, da keiner ihrer Freunde wusste, wo sie waren. Und Dr. Schrödinger kam am nächsten Tag zurück, um die Handys zu entsorgen, damit keiner hinter seine kleinen Experimente kam. Doch die Katzen waren bereits über alle Berge. Was aber aus diesen 5 Mushkin-Katzen geworden war, weiß keiner. Seit diesem Tag verschwinden immer mal wieder Menschen in und um Berlin, die den Song Atemlos von Helene Fischer benutzen.